Moin Freunde, was geht ab? Ich bin hier mit dem lieben Mayo. Guten Tag. Ja, sexy, oder? Und ich darf euch als allererstes eine Karre revealen. Das ist die Karre. Und heute machen wir einen chilligen Bike-Porn damit, würde ich sagen. Vor allem, weil es hier so grün leuchtet quasi. Ich frage mich auch, ob ich das gleich in der Kamera reinkriege, ehrlich gesagt. Wir machen hier ein paar Szenen, wir machen da ein paar Szenen, weißt du, überall. Und dann gehen wir noch hier da rein, Straße, wenn es dunkel ist. Ja, Mann, übergeil. So, Leute, wir fangen heute an mit dem Gimbal. Wie immer, Wide Shot zuerst und dann gehen wir in die Close-Ups rein. Denselben Shot wieder zurück. Anfangs immer Wide Shots, immer Wide Shots. Und danach gehen wir in die Close-Ups. Auch verschiedene Angles mal nutzen, verschiedene Perspektiven. Ein bisschen von oben auch. Ein bisschen mehr Asphalt, ein bisschen mehr Street. So, jetzt machen wir einen Low Angle. Wir gehen richtig tief runter. So, der Low Angle ist immer ein bisschen schwerer zu machen, deswegen stelle ich die Kamera jetzt auf Slow Motion ein. Dann können wir das später smoother einstellen. So Leute, auch das ist mega wichtig, wenn irgendwas im Bild steht und die Leute eher am Chillen sind, sagt ihr einfach, dass das im Bild steht. Weil jetzt gerade steht nämlich das Ganze im Bild und das sieht natürlich nicht so geil aus. Also muss das weg, also Bescheid sagen und wegfahren. Let's go. So Leute, geht weiter. Wie gesagt, mit Shots noch. Es geht immer noch so ein bisschen um den allgemeinen Look des Bikes. Und danach gehen wir in die Details. Ich benutze ja auch öfter mal den Spot-Fokus, weil das immer sehr einfach zu bedienen ist. Mega korrekt auch, dass Sony das bietet. Dadurch könnt ihr immer relativ schnell den Fokus switchen. Und wenn wir die Details gleich machen, stecke ich das Gimbal weg. Beziehungsweise ein paar Mid-Shots und Details, die gehen dann mit Handheld einfach. Okay Leute, jetzt packe ich das Gimbal weg. Jetzt wird Handheld gefilmt und zwar nämlich die Details. Das geht Handheld immer am besten und am schnellsten. Achtet darauf, dass ihr auf Slow-Mo filmt. Also ich habe hier 50 FPS, das reicht eigentlich. Braucht halt eigentlich eine recht gute so Standposition im Prinzip. Und danach schiebt ihr die Kamera einfach durch. Das ist easy. Ein bisschen üben und dann passt das schon. Nice. Aber du musst aus der Spiegelung gleich raus direkt. Komm mir auf meiner Seite. So, manche Szenen drehe ich auch einfach nur komplett stillstehend. Dann kann ich in Post-Production einfach reinzoomen. Zum Beispiel hier dieses Detail. Das drehe ich dann auch auf jeden Fall in 4K. Da habt ihr natürlich deutlich mehr Pixel, womit ihr arbeiten könnt. Und dann zoomen wir da später rein und das sieht richtig nice aus. Was ihr auch machen könnt, ist natürlich so eine Rückwärtsbewegung, damit ihr so einen Vertigo-Effekt hinkriegt. Das probieren wir jetzt auch mal aus. So, erste Location dann. Mayo fährt schon die Karre zur nächsten Location und zwar da rein. Ich bereite jetzt das Gimbal vor, weil wir benutzen jetzt so einen Lichtkegel quasi. Und das sieht im Wide Shot sehr, sehr geil aus. Haltet also immer auch Ausschau nach Licht und Lichtverhältnissen etc. Das sieht immer epic as fuck aus. Übrigens danke an... ja, mach Krach, Alter, mach Krach! Danke an Niklas für den Schokodrink. Mega korrekt. So Leute, sorry, wenn die Kameraführung gerade ein bisschen scheiße ist, aber hab hier übelst volle Hände und der Mayo ist jetzt unterwegs zu uns, zu diesem Lichtkegel hier vorne. Hoffentlich könnt ihr das sehen. Hoffentlich könnt ihr mich überhaupt sehen. Aber hier soll das Bike jetzt gleich stehen. Mayo, beeil dich! Wir machen hier Rauchmaschine auch. Mal checken hier, man sieht gar nichts. So, jetzt seht ihr wenigstens etwas. Wir holen jetzt Mayos Karre. Oder er holt die Karre. Jo. Sehr gut. So, Kabeltrommel kommt auch direkt schon vom lieben Niklas. So, erstmal hier und dann gucken wir gleich mal. Nee, du musst ein bisschen weiter vor. Noch weiter rechts rüber, ja. Kann auch sein, dass der eventuell zu schmal ist. Geh mal zu dem da vorne. Nee, wird nicht ganz ausgeleuchtet. Geh mal zu dem hier vorne. Auch zu schmal. Dann geh lieber hier hinten hin. Eventuell so ein bisschen schräg, weißt du? Komm mal zu mir, noch ein bisschen mehr. Weiter, weiter. Stopp. Ja, perfekt, genau so. So Leute, also Nebelmaschine ist auch am Start. Bitte gleich einmal an deiner Karre vorbeilaufen, durch den Nebel quasi, wenn du den ein bisschen nach vorne ziehst. Ich hätte gerne noch vorne an der Front ein bisschen mehr, genau. Sieht auf jeden Fall geil aus. Genau, und dann kannst du auch so ein bisschen wedeln, weißt du, dass vorne und hinten, also an den Seiten auch quasi gleich viel rauskommt. Alter, das sieht übel epic aus. Krank. Small. Ja, das sieht auch mega nice aus. Übel. Geil. Danke, reicht das mal? Ja, Mann. Das ist übersick.
Alright Leute, es wird jetzt so langsam dunkel und etwas kühler. Mayo und Sarah, denen ist jetzt ein bisschen kalt, ist aber auch nicht schlimm, weil es geht jetzt weiter. Wir haben jetzt hier den Großteil schon fertig gedreht in dieser Location. Wir waren ja noch hier in der Halle drin und so, dann haben wir noch einiges gemacht. Und jetzt fahren wir gleich noch bei uns in die City. Auch wenn Corona ist, wir sind ja dann zu zweit, Mayo und ich. Und da gibt es eine ganz geile Location mit Licht und so. Sarah hat schon ihre Karre angeschmissen. Und da werden wir noch hingehen. Ich zeige euch das jetzt gleich. Also let's go. So Leute, wir sind jetzt an der finalen Location angekommen. Mayo ist mit dem Bike gefahren mal wieder und ich bin mit dem Auto gefahren. Und ihr seht das Setup. Ich habe hier einmal ein Licht, zweites Licht, das Bike und einmal dieses geile Licht hier. Sieht mega nice aus und hier wird nochmal kurz gefilmt. Quasi die letzte Szene, wo Mayo mit dem Bike losfahren darf. Aber erstmal noch so ein paar kleine Pornshots und dann geht's los.